Ich bin, als ich 11 war, als Samichlaus verkleidet worden. Und das hat mich ziemlich fasziniert. Es hat mich immer Theater und so Zeug und Verkleiden interessiert. Aber da, wo ich mal geschminkt worden bin und mit dem Mastix und alles so angeklebt habe, bin ich am nächsten Tag zu dem Maskenbildner gegangen und habe gefragt, ob das möglich ist, dass ich mehr hineinschauen kann, ihm helfen kann. Und dann hat es mich dort hineingenommen und er hat mir ganz viel dann geholfen, ich konnte so langsam in das Ganze hineinkommen. Und dann habe ich mich entschieden in die Richtung. Es hat nicht so viele Leute gehabt, die das gemacht haben. Und dadurch, dass ich mit dem Theatergewaffe umgegangen bin und so in kleinen Theaterproduktionen geschafft habe, mitgeholfen habe und noch eine Gewaffeur-Ausbildung gemacht und habe in dieser Zeit aber schon für Theater- und Fernsehproduktionen geschafft und bin so einfach langsam hineingekommen. Ich habe gar nie eine fertige Ausbildung als Maskenbildner gemacht, weil ich ja nachher gesagt habe, ich bin schon im ganzen System drin und habe dann nachher gerade direkt die Firmen eigentlich da aufgetan und so weitergemacht. Ja. Ja, das ist natürlich jedes Mal, wenn ein größerer Kunde, zuerst eben, wo das Opernhaus das erste Mal gekommen ist und wir haben einen Auftrag machen können, ist das natürlich etwas Riesiges da gewesen. Wir haben dann auch noch mehr dazu. Wir haben, wo Broadway natürlich Produktionen gekommen sind, heute sind zwischen 30 und 40% der Broadway-Produktionen machen wir Perücken. Und auch wenn größere Filme mal gekommen sind oder so, ist natürlich interessant, jedes Mal, wenn etwas Neues dazukommt. Und wir haben im Moment, wenn wir auch für andere Leute, also das heisst für Perücken machen oder Make-up-Leute machen, die dann für Produktionen arbeiten. So sind wir in der ganzen Welt vertreten eigentlich. Wir machen Produktionen für Broadway, für Film, West End in England, Opernhäuser, alles Theaterproduktionen in der ganzen Welt. Und das wird einfach von da aus alles aufgearbeitet und dann produziert wird alles in Bali und von dort auch verschickt dann. Das ist ja verschiedene Teilinspirationen kriegen wir ganz klar vorgegeben. Das heißt Kostümdesigner oder Tweakdesigner von einer Theaterproduktion, ein Film gibt ganz klar vor, was man muss machen. Das heißt, man muss dann nur herausfinden, wie man das umsetzt. Und dann gibt es andere, wo wenn dass man es designt, also dass man es als Perücke designt. Und das hat, da holt man sich Ideen von überall oder manchmal hat es auch so mehrere Gefühlsverfassung, dass man so eine Idee hat. Oder vielleicht sieht man etwas in der Natur oder irgendwo, man sagt, oh, ich möchte das umsetzen und tut das dann in das Ganze hineinbringen. Das allererste, was man muss haben, weil das meistens ja Massenfertigungen sind, braucht man einen Abdruck oder eine Kopie vom Kopf vom Schauspieler. Und das macht man mit so Plastikbubbles, das wird so ein Plastiksack über den Kopf tun, mit was hat man, Klebstreifen dann und dann markiert, Haarlinien und alles. Und das wird in die Fabrik aber geschickt und dort machen wir eine Kopie davon. Das heißt, wir stellen einen Schaumkopf her, wo alles gezeichnet ist, auch die Richtung von der Haar, der Haaransatz, Farbübergänge und so. Das ist alles dort drauf markiert. Und dann macht man eine Montur. Ja, also das ist wie eine Kappe eigentlich, wo man macht, wo dann genau auf den Kopf aufpasst. Und dort drauf, das ist eine Netzkonstruktion, dort drauf werden die Haare drauf geknüpft. Ganz einfach, in der Schweiz kann man nicht mehr Perücken produzieren in dem Aufwand, wie es das ist ein riesiger Aufwand und kostentechnisch ist das nicht möglich. Wir haben früher das hier selber auch produziert im Haus, haben dann aber gesehen, dass das nicht möglich ist. Bin über Korea und China überall um und bin dann schlussendlich in Indonesien, in Bali gelandet, mit einer anderen Firma und haben dort zusammengearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann muss man selber etwas aufbauen, weil man easier damit kann, umgehen kann. Und haben vor ziemlich genau 20 Jahren die Firma dann gegründet dort. Also wir produzieren hier in der Schweiz gar nichts mehr, wirklich. Mit nur noch ein bisschen Frisieren sind Sachen gemacht. Es wird alles da angeschickt, was ein Standardprodukt sind und wird von da in die ganze Welt verschickt.
Größere Aufträge tun wir direkt unten machen und direkt an den Kunden schicken. Wir wissen, im Jahr sind es zwischen 5.000 bis 8.000 Perücken, die wir können herstellen Ja. können. Aber was jetzt wirklich über die ganzen letzten. Die Firma in der Schweiz gibt es seit 28 Jahren und in Indonesien haben wir jetzt 20 Jahre, das Jahr. Und das ist auch immer ein bisschen verschieden. Oder so, ja. Aber es sind relativ sehr viele. Ein Horror. Ein Horror, Es war dem ein passt es ja Horrorfilm. gerade. Ja. Nein, ich bin ein bisschen reingeschlittert in das Ganze. Das ist ein Produzent und Direktor aus Amerika, hat das in Bali wollen produzieren. Und ich habe dann das angefangen mitproduzieren, auch weil wir das Ganze ein bisschen anders, grösser aufgebaut haben. Und ja, ist sehr interessant gewesen, aber wie jeder Film produzieren ist, ist sehr aufwendig und ist sehr ermüdend. Jeder ist froh, wenn es fertig ist. Sagt, wir machen nie mehr einen Film und einen Monat später machen wir den nächsten. Übernächst. Ja, ganz genau. Ja, ist immer, wenn man es anschaut, egal ob der Film gut ist oder nicht, sagt, wohl, man hat es geschafft und man hat es gemacht und so. Und das ist schon schön, ja. Wir machen auch kleinere Produktionen, oder ich mache so kleine Filmproduktionen und das ist etwas, wo auch Spaß macht, da hat man nicht den Druck dann, wie in einem grossen Film, weil man nicht muss genau fertig sein. Und da kann man all die Fantasie reinbringen, wo man selber möchte und umsetzen, weil das eigene Produkt, da redet dann niemand drin. Was natürlich bei anderen Filmproduktionen anders ist, da hat es andere Produzenten, da hat es einen Regisseur, da hat es ganz viele Leute, die dann mitreden Ja. oder ihre Meinung, oder das Geld ist limitiert Ja. oder was auch immer. Ja. Ja.